Hi, ich bin Jonathan und heute schauen wir uns einmal das Honor Magic 5 Pro an. Ich habe es jetzt seit einigen Tagen in Benutzung und ich kann nur sagen, Samsung, pass bloß auf. Genau, und hier haben wir einmal den Lieferumfang, einmal natürlich das Gerät in Meadow Green. Dann gibt es dazu noch eine transparente Hülle. Es ist tatsächlich auch eine Display-Schutzfolie verbaut und ein 66 Watt Fast Charger mit Kabel. An der Stelle schon mal großen Respekt an Honor, du sparst tatsächlich beim Gerätekauf schon einige Euro an Zubehör. Hier sind einmal die wichtigsten technischen Daten. 6,81 Zoll Display mit einer Auflösung von 2848x1312 Pixeln. Im Quad-Curve-Design mit 120 Hertz. Dann einmal 50 Megapixel Weitwinkelkamera mit Blende 1.6, 50 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera mit Blende 2.0 und eine 50 Megapixel Periskop-Telekamera mit Blende 3, die dir 3,5-fachen optischen Zoom und bis zu 100-fach Digital-Zoom liefert. Natürlich kommen die Kameras auch mit OIS, also einem Bildstabilisator. Ja, verbaut ist ein Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor mit 12 GB Arbeitsspeicher. Und surprise, die normale Speicherkonfiguration hat schon 512 GB. Das finde ich richtig gut. Und der Akku hat eine Kapazität von 5100 mAh. Optisch sticht natürlich am meisten erstmal die große Kamerainsel heraus, da musste ich mich echt dran gewöhnen. Mittlerweile finde ich die Form allerdings ganz schön. Wenn ich das Telefon halte, kann auf dieser Insel mein Finger ruhen sozusagen. Ich war jetzt schon einige Tage mit dem Gerät unterwegs und konnte auch einige Tests machen. Das hier ist der Ersteindruck, der ausführliche Test kommt natürlich danach. In dem beantworte ich natürlich gern alle Kommentare, die unter dieses Video geschrieben werden. Eingerichtet hatte ich jetzt erstmal die 3D-Gesichtserkennung und den Fingerabdrucksensor. Beides hat wirklich gut funktioniert und man kann dann entweder sagen, man entsperrt mit seinem Gesicht oder drückt einfach mit dem Finger drauf, wenn man Lust hat. Das Magic OS gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut. Einige Gesten waren sofort vertraut, wie zum Beispiel diese hier. Ja, erkennt ihr, welches Betriebssystem das noch so macht? Ganz genau, dieses hier. Also vom Look and Feel war es schon mal sehr gut. Hier zeige ich dir nochmal ein paar Fotos mit dem Honor Magic 5 Pro. Die Farben und Nachbearbeitung der Fotos hat mich total begeistert. Auch die verbauten Pro-Features der Kamera lassen echt nichts aus. Ob HDR-Aufnahme oder Custom LUTs für den Bildlook. Mein erstes Fazit schon mal. Der Preis über 1000 Euro ist natürlich kein Pappenstiel. Doch ist das Gerät mit super viel Hightech vollgestopft. In allen Bereichen hat das Gerät auf den ersten Blick eine super solide Performance abgeliefert. Und gerade auf den ausführlichen Kameratest kannst du sehr gespannt sein.